Einen wunderschönen guten Tag, liebes Internet. Hi, ich grüße euch. Mein Name ist Hauke und ich begrüße euch zum allerersten Online-Exclusive von eSports.com.tv, klassisches E-Fernsehen. Hier, das Logo, da seht ihr es. Und ich darf heute direkt für den ersten Exklusivteil jemand ganz Besonderes begrüßen. Ich begrüße Antonia, aka Reefed. Hi. Hi. Du bist nicht in Deutschland. So, du bist in Madeira. Richtig. Wie ist die Luft da? Alles cool? Ja, Luft und Wetter, beides top. Sehr gut, da hast du uns ein bisschen was voraus. Ich dachte mir, wir machen ein kleines Spielchen. Du bist ja jetzt schon ein bisschen was dabei bei Twitch, hast ein paar ganz gute Zahlen geschrieben. Du hast mehr Twitch-Follower als ich, das kann ich schon mal so sagen. Du musst für dich beurteilen, ob das, keine Ahnung, deine Messlatte ist oder ob du da andere Werte hast. Genau, und ich dachte mir, wir fliegen mal durch so ein paar Twitch-Streamer-Klischees. Bist du dafür bereit? Können wir gerne machen. Ja, sehr cool. Dann die erste Frage, direkt für dich. Twitch-Streamer und Schlafrhythmus. Ja. Ist doch eigentlich scheißegal, oder? Scheißegal. Okay, also ich glaube, man kann sagen, dass viele, viele Streamer nicht den allerbesten Schlafrhythmus haben. Aber ich glaube, das gilt für die meisten Leute, die keine super festen Arbeitszeiten haben. Wir haben zwar, aber wir können sie uns selber legen. Deswegen fängt, glaube ich, niemand freiwillig um 8 Uhr morgens an, sondern halt um 15, 16 Uhr, ganz gemütlich. Dementsprechend, ja, Schlafrhythmus so 2 bis 10, 3 bis 11, Komfort. Komfort, finde ich gut. Also das sind Zeiten, von denen ich hier träume. Ich muss hier um 6 Uhr bin ich rausgeschüttelt worden aus den Federn. Bitter. Und dann noch nicht mal ein Strand in der Nähe, weißt du? Ja, schrecklich. Armer das, Mann. Ja, das ist der Hustle. Nächste Frage direkt für dich. Ist es so, dass sich alle Streamer untereinander mögen? Also in der eigenen Bubble? Ich glaube, dass da keine Streitigkeiten sind. Also klar, nein, es mögen sich nicht alle Streamer. Definitiv nicht. Aber ich glaube, das meiste von den Leuten, die sich nicht mögen, ist tatsächlich relativ öffentlich. Von daher, ich glaube eigentlich alles ganz bequem. Ich glaube, Twitch ist die unkomplizierteste Plattform, was Beefs und so angeht. Ja, wir brauchen eigentlich mehr so Beef-Battle-Rapper, oder? So, das wäre doch mal was. So auf Twitch live Beef-Battle, das wär auch gut. Finde ich gut. Aber ist es so, also ich habe jetzt noch eine Sache aufgeschrieben, wo ich wirklich mal investigativ hauke, muss mal zugreifen. Und das ist das Thema Hypes. Ich mache Twitch an und ich sehe gefühlt, eine Woche lang sehe ich 1000 Sachen, die alle gleich sind bei allen Streamern. Ist es so, dass sich Twitch-Streamer jedes Hype-Thema schnappen? Ja. Also ich meine, die meisten, also wenn es halt was ist, was den Leuten auch zusagt, klar, dann macht man das gerne. Ich glaube, jeder lässt sich auch gerne ein bisschen von Content inspirieren, von anderen, weil man eben auch sehr viel Zeit am Tag auch live ist. Ich glaube, du meinst jetzt auch so ein bisschen dieses Pokémon-Opening. So, da sind wir. Ja, doch, ist ganz cool. Aber ich glaube, es ist auch für die Zuschauer. Wenn es bei den Zuschauern cool ankommt, dann macht man das als Streamer natürlich auch immer gerne. Ja. So, du bist jetzt einen Tacken jünger als ich. Ich glaube, 7 Jahre trennen uns. Wie sehr war denn Pokémon-Karten in deiner Jugend ein Thema? Nicht so tatsächlich. Deswegen habe ich das Pack-Opening selber bei mir auf dem Channel auch nie gemacht, weil da tatsächlich mein Wissen zu gering war. Aber ich hab ein paar, was so React-Sachen angeht. So, ich weiß nicht, ob euch das was sagt mit Mädchen- und Jungs-WG. Das war ja, auch so ein Ding. Voll drin. Bin ich voll drin. Wie heißt die Crew nochmal? 5, 5, 3, nee, wie heißen die? Fuck. Nee, die 5 Mädels oder 5 Jungs, die irgendwo im Urlaub sind ohne Eltern. Und das ist auf Twitch auch so ein bisschen in Trend gekommen. Und das kam ursprünglich davon, weil ich das früher geschaut hatte und dann halt gesagt habe, okay, wir gucken uns auf das Twitch nochmal an. Das ist lustig. Deswegen okay. So Zeug. Alright, du machst also deinen eigenen Hype. Finde ich gut. Jetzt habe ich mir noch aufgeschrieben, Game Publisher, bevorzugen Streamer. Würdest du das unterschreiben? Sie bevorzugen Streamer? Im Sinne von gegenüber YouTubern oder gegenüber... Ja, ich sag mal so, wenn ich jetzt die Konsole anmache, kriege ich vielleicht nochmal andere Inhalte als jemand, der eine 500.000 Follower hat. Also man kriegt vielleicht das eine oder andere Game mal gesponsert, man kriegt vielleicht das eine oder andere DLC dazu geschenkt. Das stimmt schon, ja, das stimmt schon. Aber ob man dann besser spielt, das ist die andere Frage. Das bezweifle ich. Das kann man bei vielen Streamern nicht unterschreiben. Unter anderem bei mir wohl auch nicht. Also unterschreibst du das Statement, dass Streamer meistens nicht so richtig gut zocken können? Das sind E-Sportler. Außerdem ist es ein E-Sportler, ja. Es ist ja Unterhaltung. Deswegen ist es ja lustig, wenn jemand stirbt, ne? Ah, das schreibe ich mir auf, weil das nehme ich nächstes Mal auch mit für den Spieleabend. Ist ja Unterhaltung hier eigentlich. Ich muss nicht abliefern. nächster Punkt. Streamer haben keine Privatsphäre. Man gibt als Streamer einen großen Teil seiner Privatsphäre auf. Das stimmt auf jeden Fall. Da wird auch generell eine ganz große Hemmschwelle an Sachen, die man erzählt. Die Hemmschwelle, die fällt auch ganz tief runter. Aber ich glaube, das geht vielen Leuten, die so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen, so dass man halt einen großen Teil der Privatsphäre einfach aufgibt. Aber das ist der,
Dafür, man macht es ja, ich sag mal, so gerne, sonst würde man es ja nicht machen. Wann ist das erstmal erkannt worden? Weißt du das? Tatsächlich, das war aber, ich weiß nicht, ob man das so zählen lassen kann, das, weil ich damals auch in der Schule war und da spricht sich halt auch einfach rum, weil ich auf der Schule bin und nicht, weil mich jetzt jemand unbedingt auf YouTube oder so gesehen hat. Das heißt, es war wahrscheinlich in der Schule. Aber so von Twitch, wahrscheinlich ganz klassischer Fall in meinem Gamescom. Ah, okay, das ist ein Heimspiel. Also ja. Da werde selbst ich erkannt, glaube ich. Also vielleicht. Und da war ich seit, ich muss auch sagen, ich war die letzten 2 Jahre tatsächlich auch kaum in Deutschland. Und auf Madeira passiert es eher selten. Okay, das heißt, Dorfprominenz noch nicht ganz erreicht. So, ein letzter Punkt. Twitch ist cringe. Würdest du es unterschreiben? Cringe ist heutzutage gefühlt alles. Ich würde sagen, so. Twitch ist noch eine der authentischsten Plattformen, wo die Leute wirklich noch so sind, wie sie sind. Wenn man das als cringe empfindet, dann kann man das unterschreiben. Ich persönlich finde es immer sympathisch, auch wenn Leute ein bisschen reincringen. Ich finde es immer sympathisch. Das ist doch ein gutes Statement. Twitch ist sympathisch. Danke dir, Antonia, für deine Zeit. Danke für das Fragenfeuerwerk, was du hier beantwortet hast. Ich darf euch Leuten da draußen sagen, jeden Mittwoch eSports.com.tv, klassisches E-Fernsehen, immer auf ProSieben Max, 23.55 und natürlich auch online, könnt ihr auch da einschalten. Da haben wir dann mehr solche kleinen Online-Exklusive für euch dann, die wir anteasen können, die ihr dann im Internet schauen könnt. Und ja, Antonia, nochmal lieben Dank und euch einen schönen Abend, schönen Tag und bis zum nächsten Mal.